Hoi, woher kommst denn du? Ich suche ein neues Abenteuer. Ich habe schon alles probiert. FC Landhockey und Fadi. Aber nichts ist aufregend genug. Nichts ist aufregend genug? Ja, dann kennst du aber die Jungwacht nicht. Die Jungwacht? Was ist denn die Jungwacht, Grosspapi? Ja, das ist ein bisschen schwierig zu erklären in einem Wort. Da müssen wir ein bisschen länger erzählen. Das ist etwas so Tolles. Da könnte man stundenlang reden drüber. Komm, hocke mal da hin. Erzähl dir ein bisschen. Also die Jungwacht, das ist ein Verein voll Erlebnis und Abenteuer, wo man tolle Sachen machen miteinander, wo man zusammenkommt, jede Woche ein, in die Gruppenstunde, wo man sich in der Freizeit treffen tut. In der Jungwacht ist selber erleben natürlich immer ganz gross geschrieben gewesen. Und die Leiter, die haben immer einen Haufen Abenteuer und Action vorbereitet. Im Wald oder auf der Spielwiese oder in den Räumen. Überall war es immer der Plausch, miteinander etwas zu machen. Wir hatten aber auch immer die Möglichkeit, etwas Kreatives zu machen, uns kreativ auszuleben, gemeinsam etwas zu machen. Wir haben aus einfachen Materialien irgendetwas gebastelt oder etwas gemacht. Wir haben mit Karten gespielt, wir haben gejasset miteinander. Mit Jasskarten kannst du ja nicht nur jassen, da kannst du Kartenhäuser bauen, da kannst du ganz einen Haufen Sachen machen. Grosspapi, wo bist denn du gewesen? Ja, ich war in der Jungwacht St. Sebastian-Zwettigen gewesen. Das ist die grösste Schar der ganzen Schweiz und vor allem die beste Schar der ganzen Schweiz. Wir haben ganz tolle Sachen gemacht. Einmal haben wir aus Dominostein eine Bahn gebaut. Ich glaube, die war länger als die alte Spanische Brötli-Bahn. Einmal haben wir einen riesigen Parkour gemacht durch alle Räume durch. Der Hans, ein guter Freund aus der Jungwacht, der hat den Parkour in 2 Minuten geschafft. Ein riesiger Gaudi in den Räumen unten war, wo wir, wenn wir zusammen gekocht haben. Obwohl der Kampf ums Essen einfach dazugehört hat, jeder hat einfach den Topf hineingelangt und genommen so viel, als er konnte. Oh wow, das ist denn cool! Und was war denn dein schönste Erlebnis gewesen? Das schönste Erlebnis, das war immer Sola. Sola? Was ist denn Sola? Ja, das ist eine Abkürzung, das heisst Sommerlager. Schau, ich kann dir hier zeigen. In den Lager haben wir immer ein Lagerthema gehabt. Entweder die Griechen oder Römer oder Alemannen. Wir haben uns alle auch verkleidet, wir haben in einer Sippe angehört und für ins Lager sind wir marschiert. Wow, das ist denn cool! Ich kann es kaum erwarten, auch Leiter zu werden. Das war meine Geschichte, wenn ich zum Jungmachtleiter geworden bin.